So, wie ihr seht, mal wieder was ganz anderes. Diesmal nämlich Danelight. Und das Ganze habe ich dem Schleuderaffe zu verdanken. Wir gucken einfach mal rein. Der zweite Teil davon kommt ja am, warte, lass mich lügen, nächste Woche Freitag raus. Aber ich habe hier zum Beispiel die Platinum Edition. Wie gesagt, vorweg, ich habe dafür 8,99 € bezahlt bei MMOGA. Den Link zeige ich euch schon gleich. Und vorweg habe ich auch noch eine andere Info. Nämlich, das Ganze gibt es natürlich auch als Uncut-Version, aber nur Daylight 2. Eins habe ich jetzt nicht gefunden bei MMOGA, aber ich zeige es euch am besten einfach mal. Nämlich ganz simpel. Hier ist zum Beispiel die Platinum Edition für 9,99 € jetzt bei PayPal. Ach, bei PayPal. Bei MMOGA. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Einfach dann Daylight suchen und ganz simpel. Dann die zweite Version. Also der Nachfolger logischerweise ist auch vorhanden dann bei MMOGA für 43 € statt für 60 €. Also auf jeden Fall deutlich günstiger als bei Steam, weil nur die, wir haben gestern mal geguckt, nur die Downloads für Dying Light 1, alle DLCs kosten da gerade 20 €, und da hast du noch nicht mal das Hauptspiel dabei. Hier ist dann allerdings in Anführungszeichen nur die Uncut-Version, hat aber auch einen bestimmten Grund, weil ihr seht hier unten bei Region ist nämlich Worldwide. Da ist es nämlich frei, wenn wir jetzt mal ganz normal gucken. Ja, Suchfenster, machst du mit. Wenn wir hier die normale Version gucken, also nicht die Uncut-Version, sehen hier unten, gibt es ein Problem. Nämlich wahrscheinlich nicht verfügbar mit einer deutschen IP-Adresse. Also passt da auf, wenn ihr euch das kauft, kauft euch lieber direkt die Uncut-Version und denkt dran, Spiel ist ab 18, kennen wir alles. Und dann würde ich sagen, wer Bock hat, kommt gleich einfach im Stream vorbei. Name wie immer Card86, auch in der Videobeschreibung. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich.